Und damit sind wir wieder zurück bei Let's Play Observer und wir haben den Kopf unseres Sohnes gesehen, was ziemlich schockisch war. Aber anscheinend ist er nun doch nicht tot und wir lesen gerade am Computer die E-Mails durch. Jo, das ist es, was wir jetzt machen. Und ja, wir haben gerade ein Interview von einem Genetiker gehört. Also wir haben jetzt auch noch Genetik mit reinspielen. Wir haben jetzt erst Biomechanik, Cyborgs, Borgs. Wer Star Trek kennt. Und jetzt auch noch Genetik mit rein. Also das wird immer grandioser. Das spielt alles mit drin. Alles, wo du dich weiterentwickle, wo du dich potenzieren kannst. Auf schlechte, gute Art. Das spielt alles mit rein jetzt. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Das wird immer krass. Ich brauche Antworten. Leute, ich brauche Antworten. Und deswegen lesen wir jetzt den E-Mail-Verkehr. Wahrscheinlich von dem Monster, was hier unten gelebt hat. Also der Typ, der irgendwie genetisch verändert wurde, was er unten gelebt hat. Aber was hat dies denn jetzt mit der ganzen Elektronik und mit in die Köpfe zu tun? Ich frage euch. Ich weiß nicht. Also klar, wer das schon gesehen hat, wer das Spiel kennt, ihr wisst, aber wenn nur mein Let's Play guckt, ne, schwierig. Schwierig. Wie gesagt, ich tue das auch immer alle zwei Wochen eine Session machen. Deswegen, ne, wenn ich irgendwas verhauen habe, schreibt es in die Kommentare. So, E-Mails. Lebensmittellisten. Liste. Hi, ich hab es geschafft, einen neuen Kunden an Land zu ziehen. Der Typ interessiert sich für Vorkriegssendetechnik und hat die Kohle dafür zu zahlen. Muss nicht neu sein, aber muss funktionieren. Hier eine Liste, was er will. Ein B8X-Antenne, eine Minimusind-Receiver mit Doppler-Befestigung, der große gewerbliche, nicht das Verbrauchermodell. Ein VGX-4, Frischierschip. Vitaliev-Befusionsakkus. So viele du findest. Ich zähle auf dich, Kumpel. Vom Muscle ist nicht. Rob. Das war der Rob. So redet der Rob. Antwort. Letzter Patch. Victor, die Teile, die du mir letzte Woche geschickt hast, waren total unbrauchbar. Ich konnte die Antenne benutzen, aber die Empfänger... Achso, das ist derselbe Victor, ne? Borob, Mensch, ja. Victor, die Teile, die du mir letzte Woche geschickt hast, waren total unbrauchbar. Ich konnte die Antenne benutzen, aber der Empfänger war hinüber und der Rest war total verrostet. Wo hast du dieses Zeug überhaupt her? Hast du das aus dem Müll geholt? Natürlich bezahlt mein Kunde nicht für diesen Mist. Ich musste ihm einen Rabatt auf meine besten Sachen geben, damit wir ihm im Geschäft bleiben. Du stehst auf ganz dünnem Eis. Mein haariger Kumpel. Oh ja, das ist ja. Noch so ein Stand und du kannst dir einen neuen Dealer suchen. Rob. Victor, Victor, diese seltsame Scharade muss aufhören, sofort. Mama und Papa fürchten sich und ich kann es ihnen nicht verübeln. Diese ganze Gen-Splitting-Besessenheit ist eine Sache, aber die Pakete, die du ihnen geschickt hast, was auch immer du glaubst, dass sie dir angetan haben, das ist einfach grausam, Vic. Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich, auch wenn du dir noch ein Bein und ein paar Hörner wachsen lässt. Aber lass Mama und Papa da raus. Wenn du willst, dass sie dich so akzeptieren, wie du bist, red mit ihnen, erklär es ihnen. Ich weiß, du bist nicht wahnsinnig, also meld dich bei deiner Familie. Wir sind nicht deine Feinde. Ich hoffe, wir hören bald von dir. Deine Anke. Hey Kumpel, ich hab deine Nachricht erhalten.
Sie hätte zu keiner schlechteren Zeitpunkt kommen können. Der letzte Monat war ziemlich schwierig. Elisa hat ihre Stelle wieder verloren und ist schwanger. Also arbeite ich Doppelschichten, um etwas Geld zu sparen. Wir wollen das Kleine splissen lassen, sobald es da ist. Anders gesagt, tut mir leid, aber so viel Geld habe ich momentan nicht. Nicht, dass ich dir nicht traue. Ich weiß, ich würde es zurückbekommen. Aber ich kann dir dieses Mal nicht helfen. Ich hoffe, du findest eine Lösung. Halte durch, wa? Damit, PS, sind deine Eltern nicht reich oder sowas? Ich hab gehört, sie sind in einem B-Bezirk gezogen. Kannst du sie nicht um einen Kredit bitten? Damit, das war damit. Sehr geehrter Herr, wir bei Ballard Genetics and Argumentations sind zutiefst betroffen, dass Sie mit den Ergebnissen Ihrer Gensplitting-Therapie nicht zufrieden sind. BG&A arbeitet nur mit den besten Experten in Ihrem Gebiet und verwendet modernste Geräte, um die Anforderungen aller unserer Patienten zu erfüllen. Wir sind uns bewusst, dass unsere Patienten sehr hohe Erwartungen haben, selbst wenn diese, objektiv betrachtet, unrealistisch sind. Während wir keine exakten Details über Ihre Behandlung bieten können, möchten wir Sie daran erinnern, dass unsere Experten in Fällen, die den Einsatz von genetischem Material von ausgestorbenen Arten, in diesem Fall Canis lupus, ist ein Wolf? Leute, ist das ein Wolf? Jetzt bin ich. Was ist denn jetzt schon wieder beim. Alter. Geh mir vom Sack. Es tut mir leid, dass ich jetzt das mache, aber. Ups. Ne? Ja, Wolf. Ich wusste es. Canis lupus erfordern einzigartige Stämme aus unserer Genbibliothek zusammenstellen. Leider können wir Ihnen keine Liste der Spenderarten zur Verfügung stellen oder bestätigen verneinen. Dass eine bestimmte Art bei dem Prozess verwendet wurde. Wir möchten Sie weiterhin daran erinnern, dass die vorgenannten Tatsachen klar im vorprozessualen Vertrag erläutert sind. Zum Schluss müssen wir Sie darüber informieren, dass die böswillige DNA-Manipulation eine sehr schwerwiegende Anschuldigung ist, die nicht leichtfertig gemacht werden sollte. Es sei denn, es liegen eindeutige Beweise für die Anschuldigung vor. Unbegründete Bezichtigungen gegen BG&A, sei es öffentlich oder in weiteren Korrespondenzen, werden als Verleumdung betrachtet und mit entsprechenden Rechtsmitteln begegnet. Mit freundlichen Grüßen, BG&A, Patientenunterstützung. Ach du Scheiße, da hat er sich selber von dieser Firma in den Wolf verwandeln lassen. Ich krieg die Krise, Alter. Ich krieg die Krise. Das ist ja... Da weißt du nichts. So, Antwort, ich hole ich mir. Er hat wohl gedroht. Dokument. 2079 schon, ach du Scheiße.
Okay. Ah, okay, das ist dann sein technisches Implantat. Alter, den ganzen Scheiß frei. Ach du Scheiße. Der wollte übrigens so ein Wolfsbein. Ah, okay. Die grüne Neune. Alter, ist der irre. Also okay, irre, aber irre. Ah nee, Mann. Na denn, Level 7. Diese verdammten Spinnen schon wieder. Ne. Ach du Scheiße. Wieder so eine Superspinne irgendwo? Nee, ne? Alter, das ist fies. Okay. Eigentlich ist ja gar nicht anders. Ich muss irgendwie allein sammeln, die Drecksäcke. Nein! Okay. Ich muss die alle irgendwie aus der Reserve locken. Hmm.
Wie soll ich denn da hinkommen? Okay, dann haben wir das jetzt schon mal. Okay. Okay, alles klar. Das ist schon... Oh Gott, wie ist das jetzt? Nein! Sackgasse manövrieren, dann sieht er schon nicht schlecht aus. So. Wie können die eigentlich alle einsacken, indem wir hier durch den Kreis runterlaufen? Oder? Nee, ich glaube nicht, ne? Wir können hier runter, dann sind wir ja gleich. Oh, wir müssen eigentlich so gehen. Probieren. So. Rausgehen, wenn ich dann immer im Kreis kurz ran und dann im Kreis. Genau. Ach, ich muss die aber nicht alle umbringen. Okay, Entschuldigung. Ja, sind wir gut. Ne, das könnte man eigentlich Let's Play drüber machen, oder? Machen einen Zusammenschnitt, dann die besten. Ja. Spiders, with Fire and Sword, Spiders. Feuer und Schwert. So. Wir schauen uns nochmal um. Bevor es dann, wahrscheinlich müssen wir dann doch in das Kabel. A splicer, a lunatic and a junkie. Perfect combo. Was hatten wir ja schon hier? Was ist das?
Adam Lazarski. Unser Sohn. Oh. Splicers. Haven't we invented enough ways to screw ourselves up? Soll zu irgendeinem Ort. Es geht hier weiter, aber scheiße. Scheiße, wir sollen das nie machen. Ach, fick die Hölle. Wir machen's. Wir machen's. Ich werde mich jetzt verbinden. Scheiße, wir sollen's nie, aber mal sehen, was passiert. Syncrazine injected. Strain level decreased. Aber das seht ihr natürlich wieder in der nächsten Folge. Wieder ein geiler Cliffhanger. Mann, wenn es wieder heißt Let's Play Observer. Scheiße, wie soll ich mal so spannend? Aber ich muss, wir müssen es. Wir müssen es probieren. Mal sehen, was passiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt natürlich aufs Glöckchen. Und ansonsten, wisst ihr ja.